Willkommen zurück, weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal hier ein paar kleine. Moment, ist es tot? Nee, das schläft, das atmet noch. So ein paar Kängurus besorgt. Genau, da wollte ich doch nur noch den Park ein bisschen. Aufhübschen. Hier ruhe ich mal ein paar Bänke hin. Und ein paar Mülleimer. So, immer schön auch an die Kinder und an die älteren Herrschaften denken. So, noch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, falls wieder Nacht wird. Wird langsam. Was haben wir denn an Zuschauern, an Besuchern? 358. Oh, wir haben gerade schön Geld bekommen. Da ist wahrscheinlich eine kleine Gruppe hier rein spaziert. So, nochmal nachschauen, wie die Warteschlangen aussehen. Hat mir gefallen. Ich hoffe, Sie haben gutes Wartungspersonal. Ja, natürlich. Das kündigt zwar andauernd, aber ist egal. Oh, was ist denn hier los? Und wenn es zu teuer wird, gehen die Leute halt auch einfach mal nicht rein. Und laufen einfach dran vorbei. Oh ja, das zieht ganz gut. Oh, wie es rumhüpft. Ah, da ist hingekeckert. Platzbedarf 100 Kacheln. Ah, das sind glaube ich nicht 100 Kacheln, sind vielleicht abgezogen von den Sachen, die hier drin stehen, vielleicht noch so 70, 80, wenn überhaupt. Ja, das ist ja auch ein kleines Känguru. Ja, schippt die Scheiße weg. Das Vieh kommt gleich an und legt den nächsten Haufen daneben. Oh, das eine hat sich schlafen gelegt da hinten. Gab es hier schon Kundschaft? Ja, gab es sogar schon. Ich hoffe halt nur, dass es den irgendwann nicht zu teuer wird. 2 Euro ist halt schon ganz schön. Hab ich. Geh mal auf 1,50 zurück. So, 70 Cent dafür. Was zahlen die hier eigentlich an Eintritt, wenn die sich das angucken wollen? 1 Euro? Oh. Na ja, gut. Wer es zahlt? Na, irgendwann, wenn man bessere Attraktionen gebaut hat, so ging es mir jedenfalls immer, dann waren diese kleinen Sachen überhaupt nicht mehr der Rede wert, da hat sich das keiner mehr angeguckt. Ah, wir haben wieder ein bisschen Geld, 1400. Huch! Das sind so nette kleine Sachen, die man hier so nebenbei einfach mal mit machen kann. Finde ich immer spitze, wenn ein Spiel auch sowas mal mit anbietet. Ich denke mal, wir bräuchten noch mal langsam eine Reinigungskraft. Das Gute ist, hoch. Wenn man die Reinigungskraft an eine bestimmte Route ketten will, dann sieht man die Routen von anderen. Hier dieses hellblaue. Wenn ich dem jetzt mal die Route hier zuteile, dann ist das ein bisschen dunkler. Kann man das dann gut unterscheiden. So, dann kann sich hier mal um den Bereich kümmern. Es geht auch alles relativ problemlos eigentlich. Eintrittsgelder, ja, die werden immer mehr. Coupons für kostenlose Attraktionen.
Was kostet denn der Spaß für eine Woche? Nee. Halt. Werbekampagne für einen Park, sowas finde ich immer ganz geil. Kostet nur so Eintritt, ich glaube, es geht los. 350 pro Woche. Nationale Zeitung, Schülerzeitung. Wir machen mal 2 Wochen in der Schülerzeitung. Bringt uns vielleicht ein bisschen was, wir haben jetzt noch knapp über 1000. Können die, ich hoffe, die vermehren sich auch, die Kängurus. Was denn mit dem Tierpfleger passiert, ist er hier auf dem kleinen Häufchen ausgerutscht. War bestimmt so eine Zusatzeinlage für die Zuschauer hier. Ist allgemein ein bisschen dunkel gehalten, unser Park. Könnte ein paar mehr Lampen vertragen, aber es wird gleich wieder hell. Futter, Gräser und blühende Pflanzen. Durchschnittliche Nachkommen 1. Oh. Das ist aber nicht viel. Schwimmbecken, die haben auch immer vollgezogen. Da könnte man auch einiges an Geld mit generieren. Go-Kart fand ich auch immer nett. Go-Kart habe ich immer bei beim ersten und beim zweiten Teil ziemlich schnell gebaut, sobald das freigeschaltet wurde. Wo ist denn das? War das eine aufregende Fahrt? Go-Kart? Riesenrutsche, cool. Trotz Wirbler. Sanfte Fahrt war das aber auch nicht. Scooter, na klar. Das Go-Kart. War es doch nicht hier drin? Hm. Was haben wir denn hier? Eine Wasserrutsche. Aufblasbares Schiff. Aha. Yeah. 225. Direkt hier reinsetzen bei den Kängurus. Können wir ja. Nee, so ein Scheiß brauche ich nicht. Aufblasbares Schiff. Ist mir doch nichts. Okay, ich dachte gerade, hier liegt viel Dreck rum. Hm. Ah, hier war das, glaube ich. Hier genau, Go-Kart. Ja. Da könnten wir ja... da oben. Okay, die Werbekampagne ist beendet. Hat vielleicht ein bisschen was gebracht. Mal sehen. Go-Kart, hier unten noch eine kleine Go-Kart-Strecke hin, direkt am Anfang. Da können wir dann die Leute, das ist eigentlich ziemlich gemein, hier den Eingang reinmachen und den Ausgang, der führt dann hier nach oben. Vielleicht schauen sie sich dann erstmal das andere noch alles an. So, ganz so viel. Startplätze brauchen wir da gar nicht. Ja, komm, mach 12. Ich hoffe, das kostet nicht allzu viel Geld.
bin ich, glaube ich, schon zu weit. Oh ja. Da habe ich direkt mal den Boden mit abgesenkt. So, einfach mal ein bisschen was. Oh Scheiße, wir haben kein Geld mehr. Da brauchen wir mal ein Darlehen. Ich nehme uns mal 5.000 raus. So, das soll reichen, oder? Noch eine kleine S-Kurve rein. Gut. Noch mal den einen Gang rein, hier oben den Ausgang. Eintritt 1 Euro, ja, ich hoffe, das zieht noch ein bisschen. So, hier die erste Bank im Weg. Gut, dann schauen wir mal, ob hier, Moment. Ich glaube, hier müssten wir noch mal ein bisschen was. Rennen, ja, Rundanzahl 1, okay. Na gut, schauen wir mal, ob hier ein paar Leute mitfahren. Das war mal eines der Dinge, die recht gut gezogen haben. Hier mit neuen Besucher, das nimmt immer mehr zu, das gefällt mir. Na, deswegen habe ich am Anfang die erste Straße hier, der erste Gehweg. Das ist halt wirklich relativ breit, drei Felder. Und die Leute sich so ein bisschen verteilen, wenn das jetzt nur ein Weg wäre, dann wäre hier, würde es aussehen wie so eine riesengroße Ameisenstraße, sieht es auch so, aber so ist es dann doch ein bisschen mehr gepanzert und die Leute haben ein bisschen mehr Platz. Und müssen sich ja nicht gegenseitig so auf den Füßen rumtrampeln. Wir müssen da hinten noch ein bisschen was hinbauen, damit die Leute dann mal da auch einen größeren Anreiz haben, da nach hinten zu gehen. Haben wir das eröffnet? Ja. Manchmal kann man auch erfahren, woran es liegt, warum die Leute nicht mit den Attraktionen fahren, wenn man hier auf die Attraktionen geht und dann auf die Besuchergedanken. Da steht dann oft was dazu da. Ist mir zu teuer oder ist mir irgendwie zu schwindelerregend oder sowas. Kommt dann meistens. Wenn jemand eine Idee hat, wie man den Park nennen könnte, einfach in die Kommentare. Da habe ich ja noch absolut nichts entschieden. Ich denke auch gar nicht groß an die Afrika, muss ich sagen. Auch die Bahn, die kann man alle eigene Namen geben, aber meistens habe ich die einfach so gelassen. Ups. Hey. Ey, ich sag doch, das zieht so gut hier mit den Luftballons. Sauberster Park. Ah, ist doch ganz cool. Ey, will jetzt hier keiner Go-Kart fahren oder was? Na, wir schauen uns die Sache mal noch ein bisschen an. Gesamtgewinn minus 1,60. Oh hier, der macht gut. Der macht auch gut. Wie sieht es denn bei unseren anderen Attraktionen aus? Da sieht es bisher ganz gut aus. Die Löwenshow auch. Die Dingerutsche müsste auch ein bisschen was gut machen, ja. Und ihr macht auch schon relativ viel gut. Ah, da kommt wieder ein Besucher. Auch über die Besucher kann man einiges erfahren. Lieblingsbahn keine. Ob mich wohl jemand beobachtet? Nein. Was haben wir denn noch? Roberta S. ist das hier. Statistiken könnt ihr abrufen. Welche Objekte haben sie in der Hand? Hier so ein Ballon oder eine Mütze auf dem Kopf oder was weiß ich. Wie viel Geld haben die denn dabei? 158,61, Eintritt 33.
Ha, hat sich direkt mal einen Ballon gekauft. Stempel sammeln, das. Aha, hab ich auch noch nicht gemacht. Stempel sammeln. Ah ja, jetzt hier, jetzt läuft's doch mit Go-Kart. Na gut, schauen wir uns die Runde an, die sie gleich drehen. Allerdings erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.